Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 28.12.2020. Heute war Daniel da und die Volkshilfe in der Früh. Ich bin um 9 aufgestanden, hab gefrühstückt und war dann um 10 circa duschen und hab dann auf Daniel gewartet bis um 12:30. Oder bis um 1 eigentlich. Und dann war Daniel da bis 16.30 Uhr. Und es war lustig mit ihm. Wir haben uns zerkugelt. Es ist immer lustig mit ihm und er ist total hilfsbereit und nett, genauso wie Sonja. Und ich habe ihm sein Weihnachtsgeschenk gegeben. Das hat er aber jetzt stehen gelassen. Naja, kann passieren. Es war extrem interessant und wir waren auch kurz draußen, aber nur mit den Eltern kurz. Und dann haben wir weitergeredet. Und er hat mir einen Kontakt hergestellt zu jemandem, der programmieren kann. Weil ich ja Webseiten designen lernen möchte. Und der schickt mir jetzt ein paar Seiten, wo ich HTML-Code lernen kann. Und das finde ich total nett von ihm. Die kennen mich alle, weil die gehen alle in die gleiche Schule und kennen alle mein Buch und so und verfolgen meinen YouTube-Kanal. Liebe Grüße an Daniel. Ja. Er guckt jedes meiner Videos. Das finde ich voll nett von ihm. Und ich finde es immer total interessant mit ihm. Auch wenn ich ihn öfter früher nach Hause schicke, weil ich einfach müde bin. Weil es für mich doch relativ anstrengend ist, den ganzen Tag mit jemandem zu reden und das ist nichts gegen ihn. Hat nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht mag oder so. Aber ich bin dann doch sehr müde und schicke ihn früher nach Hause. Und er wird im Februar anfangen, bei mir zu arbeiten. Haben wir heute besprochen. Dann muss ich mich noch bei Assistent 24 melden, dass ich ihn gerne einstellen würde. Und bis jetzt läuft es gut. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Dass er keine Scheu hat und so und keine Vorurteile. Er hat mitbekommen, dass mich jemand auf YouTube beleidigt hat. Ich habe leider den Kommentar gleich gelöscht und habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber er hätte das für mich geregelt, weil er findet das nicht okay, wenn man andere Leute beleidigt. Und hat gefragt, wer das war und das fand ich total nett von ihm. Aber er braucht mich nicht immer in Schutz zu nehmen, das braucht er nicht. Auch wenn es nicht gemeint ist. Ich kann mich auch selbst verteidigen. Zumindest verbal. Und ja. War ein schöner Tag. Und morgen kommt wieder Daniel. Übermorgen kommt Sonja, auf die freue ich mich auch schon. Die Bilder Daniel gern kennenlernen, aber das wird wahrscheinlich erst im Februar möglich, wenn er bei mir anfängt. Und
freue mich auf Sonja übermorgen. Und sie fehlt mir schon. Sie geht mir nach so wenigen Tagen schon ab. Und sie hat mir vorhin geschrieben, wie es mir geht und ob es mir schon besser geht. Von meiner Halsentzündung und so. Und ich habe auch gleich zurückgeschrieben. Jetzt warte ich auf Antwort. Ich finde, die zwei ergänzen sich gut und passen für mich gut auf mich zutreffend und erfüllen meine Bedürfnisse und so weiter und nehmen Rücksicht und haben Einfühlungsvermögen, was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Und ich bin glücklich mit den Zweien und ich hoffe, es bleibt so. Es tun sich keine negativen Dinge auf. Aber ich glaube nicht. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Mir geht's ganz gut heute und ich hoffe, das bleibt so. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.